Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid heute zu Logoversity mit dem Namen Nie Game Over, analoge Spiele in der Jugendarbeit, Tipps und Tricks, yeah. Und danke Katrin und danke Karin, dass ihr da seid und dass ihr mit uns heute diese Stunde verbringt. Ich würde sagen, ich gebe gleich weiter an euch und ja, ich freue mich drauf. Ja, fein. Wir sagen danke mal für die Einladung an Logo und wir begrüßen euch auch alle ganz herzlich, dass ihr da in der Früh sozusagen mit uns schon gemeinsam spielen wollt. Wir haben jede Menge Spiele mitgebracht und die wir euch zeigen möchten. Was erwartet euch heute? Also zuerst wollen wir euch ganz kurz Ludovico vorstellen. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der Ludovico mittlerweile nicht kennt oder noch nicht kennt. Dazu kurz die Info. Wir sind eben wir betreiben die Steirische Landesludothek. Ihr findet uns am Karmeliterplatz, wo ihr auch Logo findet. Wir haben eine Ludothek, die einfach wie eine Bibliothek funktioniert. Das heißt, ihr könnt zu uns kommen während der Öffnungszeiten, euch Spiele ausborgen. Das kostet was, einfach alle Infos dann auf der Homepage bitte nachlesen zu den Detailsfragen. Und ihr könnt sich auch natürlich beraten lassen. Das heißt, ihr sagt, okay, ihr habt Jugendgruppen mit, keine Ahnung, Jugendlichen von 10 bis 14. Wir brauchen kurze Spiele. Was würdet ihr uns empfehlen? Und dann helfen wir euch und ihr könnt auch die Spiele auch gleich ausborgen oder natürlich dann auch selbst kaufen. Und eine kleine Auswahl an unseren vielen tollen Spielen, also wir haben über 3000 Spiele vor Ort in der Ludothek, haben wir eben heute mitgebracht. Ludovico macht noch ein bisschen mehr außer der Landesludothek. Also wir betreiben auch Spielaktionen. Es gibt Workshops und Vorträge zum Thema digitale Spiele. Da sind unsere Bildschirmspielkollegen und Kolleginnen zuständig. Ihr könnt uns für Spielaktionen, für Ferienspielnachmittage, für alles Mögliche rund ums Thema Spiel anfordern und einfach sagen, wir sollen kommen oder machen bei euch im Jugendzentrum was. Einige kennen uns, glaube ich, auch schon. Bei manchen Jugendzentren waren wir schon. Für manche sind wir vielleicht einfach noch eher unbekannt. Genau. Eben mein Name ist Katrin. Ich bin seit 2005 bei Ludovico. Bin sozusagen eine Spielpädagogin angestellt. Katrin, man hört dich leider wieder gar nicht mehr. Dann werde ich vielleicht übernehmen. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin die Karin, ich bin seit 2019 bei Ludovico und wir möchten versuchen, euch heute eine kleine Auswahl von den Jugendspielen geben, die wir in der Ludothek gefunden haben. Wir haben viele davon gefunden, aber können natürlich nicht alle zeigen. Wir haben das heute so vor, wir haben die Spiele in Kategorien aufgeteilt und möchten euch zu jeder Kategorie ein bis drei, vier Spiele zeigen. Die Katrin ist jetzt, glaube ich, rausgeflogen, dann werde ich einmal beginnen mit den Spielen und ich werde mit den Kartenspielen beginnen. Und mein erstes Spiel, das ich euch vorstellen möchte, ich werde jetzt nur die Kamera, meine Handykamera spotlighten. Ich bin wieder da, Karin. Ah, super. Spotlighten, damit sie jeder sieht. Ich hoffe, sie ist jetzt für alle sichtbar. Hier habe ich das Spiel Frantic aufgebaut. Bei diesem Kartenspiel geht es darum, dass es wie Uno eigentlich fast funktioniert, nur ein bisschen komplexer ist. Es ist, geht ebenfalls darum, dass man seine Handkarten los wird. Damit kann man gewinnen oder wenn der Kartenstapel einmal durchgespielt ist. Und hier ist es ebenfalls so, dass man Farbe auf Farbe gibt oder eben Zahl auf Zahl. Hier sind die römischen Zahlen drauf oder auf Englisch. Dann gibt es ebenfalls wie bei Uno eben Gift. Man kann jemandem etwas schenken und das ist hier wieder anders bei diesem Spiel. Man kann es nämlich irgendjemandem schenken. Man muss nicht dem Nächsten, nicht der Nächste bekommt eine Karte von einem, sondern ein anderer Mitspieler, der ebenfalls am Tisch sitzt. Beim Skip genauso, man lässt jemanden aus, aber nicht den nächsten Spieler, sondern irgendeinen Spieler am Tisch. Second Chance heißt, der nächste oder irgendein Spieler am Tisch, den ich bestimme, muss dann bei seinem Zug zwei nehmen. Exchange heißt, ich gebe zwei her und der Mitspieler, den ich ausgewählt habe, ebenfalls. Dann gibt es in diesem Spiel eine Fuck You-Karte. Das ist eine schlechte Karte, da bekommt man dann 42 Punkte, wenn man die in der am Ende noch hat, kann man aber nur abspielen, wenn man 10 Karten auf der Hand hat. Und dann gibt es ebenfalls wie bei Uno eben diese Karten, wo man die Farbe wechseln kann und so weiter. Und was hier eben auch noch besonders ist, es gibt die schwarzen Karten. Die schwarzen Karten ist keine Farbe,
aber man kann die Zahl auf eine, in diesem Fall 8, legen. Und wenn man eine schwarze Zahl legt, kommen dann diese Ereigniskarten ins Spiel. Ich möchte euch nur zwei zeigen. Das wäre einmal zum Beispiel Merry Christmas und das würde bedeuten, dass ich jemand anderen meine Handkarten schenke. Und ich bekomme ebenfalls von jemand anderen Karten geschenkt und sozusagen hat dann nach diesem Ereignis jeder andere Karten in der Hand. Und so geht es weiter, bis irgendjemand keine Karten mehr auf der Hand hat oder eben der ganze Kartenstapel durchgespielt ist. Dann endet das Spiel und es wird gerechnet, wer wie viele Punkte hat und die nächste Runde kann beginnen. Einmal eine andere Variante von Uno. Etwas gemeiner, würde ich sagen. Mein nächstes Spiel, das ich euch vorstellen möchte, ist ein Stichspiel, werden vielleicht ein paar von euch kennen. Es ist Skull King. Ist eine Variante von Wizard, nur mit einem anderen Thema, mit dem Piratenthema. Oh yeah, Wizard liebe ich. Cool. Ja, und in diesem Fall haben wir eben das Piratenthema dabei und es ist ähnlich aufgebaut. Man hat 10 Runden, die man durchspielt und in jeder Runde kommt eine Karte dazu und man muss vor der Runde ansagen, wie viele Stiche werde ich machen. Und diese Stiche sollte man dann auch erfüllen. Und in diesem Fall ist es auch ganz nett, weil eben dieses Piratenthema drüber gelegt wird, dass man zu Beginn eben alle machen eine Faust und rufen gemeinsam ho, ho, ho und zeigen dann, wie viele Stiche sie machen oder 2 oder 3. Und dann weiß man, wie viele Stiche werden sind angesagt und wie viele können überhaupt gemacht werden. Also wenn jetzt alle in der ersten Runde einen Stich ansagen würden, müssten 4 Stiche gemacht werden, obwohl nur ein Stich gemacht werden kann. Und in diesem Spiel hat man eben Zahlenkarten in verschiedenen Farben. Dann die Schwarz sticht alle anderen Farbenkarten. Dann haben wir einen Skull King, der alle Karten sticht. Das ist die höchste Karte, die es gibt. Die kann nur von einer Meerjungfrau gestochen werden. Und dann gibt es eben noch Piraten, die aber wiederum die Meerjungfrau stechen können und sonst alle Karten außer den Skull King. Und es gibt diese Fluchtkarte. Also wenn ich keinen Stich mehr machen möchte, ist die gut. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil ich sozusagen keinen Punkt mache in diesem Stich. Außer jemand andere hat die Escape-Karte auch, dann kommt es auf die Reihenfolge drauf an. Aber ist ein sehr nettes Spiel und man lernt Stichspiele kennen. Wie alt muss es sein für das Spiel? Genau, das möchte ich mal. Ab 8 steht auf der Schachtel, also es ist wirklich auch mit, ich habe es mit meinem Sohn schon gespielt, es ist ab 8 wirklich spielbar und es können 2 bis 6 spielen. Das habe ich bei Frantic vergessen. Frantic können 2 bis 8 Spielende spielen. Das nächste Spiel, das ich vorstellen möchte, ist Skyo. Skyo und Hilo haben wir in der Bibliothek, ist ähnlich. Skyo ist ein sehr einfaches Spiel und ist über Generationen hinweg spielbar. Und dabei geht es darum, dass man 12 Karten bekommt. Die sehen so aus. Die werden verdeckt vor einem aufgelegt, also man hat sie nicht gesehen, werden in 4 Reihen und da werden 3 hin. Und man versucht, deckt dann 2 auf. Und versucht dann mit dem Ablagestapel und dem Nachziehstapel seine Auslage so zu verändern, dass man wenig Zahlenwerte liegen hat. Und das funktioniert sehr einfach. Und wenn alle aufgedeckt sind, alle Karten, dann endet das Spiel. Und wenn man zum Beispiel in einer Reihe jetzt lauter 10er oder 9er hätte. Ja, ich schaue da nochmal auf. So. Ist schon stumm geschalten. Ja, sehr gut. Wenn man hier, so, jetzt habe ich das nicht, egal. Wenn hier jetzt noch ein 9er wäre, könnte man die ganze Reihe abräumen und kann so auch die Zahl dezimieren. Und wenn man alle Karten aufgedeckt hat, sollte man so wenig Zahlenwerte wie möglich auf der Hand haben. Sehr einfaches Prinzip, aber
sehr einnehmend. Also man spielt das dann wirklich mehrere Runden miteinander, leicht zu erklären. Man ist schnell im Spiel und kann wirklich mit Kindern bis hin zur Großmutter gespielt werden. Muss ich schnell was einhaken? Ich liebe das Spiel. Also das ist ein Wahnsinn. Eine Freundin von mir hat es mir erklärt und sie hat es mir dann sogar mitgeben. Und es kann bis zu 8 Spieler können mitspielen. Also es ist wirklich sehr, also wenn man es einmal gespielt hat und verstanden hat, wie es geht, kippt man wirklich rein in dieses Spiel. Und es ist wirklich für jeden geeignet. Also das letzte Kartenspiel, was ich euch heute noch vorstellen möchte, ist Fantastische Reiche. Das ist schon etwas komplexer, kann man gar nicht sagen, aber es ist leselastiger. Und in diesem Fall hat man ein Reich aufzubauen. Es gibt hier die verschiedensten Karten, sind 53 Karten. Auf jeder Karte steht etwas oben. Also man muss in den ersten Spielen muss man wirklich lesen, aber jede Karte bedingt irgendeine andere Karte. Also man hat 7 Karten auf der Hand und der Rest der Karten wird dann als Nachziehstapel daneben gelegt. Und aus den 7 Karten suche ich mir dann die Karten zusammen, die gut zusammenpassen, kann dann eine ziehen, schaue, ob die gut zu mir passt. Wenn sie nicht passt, kann ich sie ablegen. Der andere kann dann diese Karte verwenden und versuchen, sie bei sich einzubauen und legt von sich wieder eine ab. Aber man muss jedes Mal eben schauen, was steht hier, was bekomme ich eine Strafe, wenn ich etwas nicht habe, was brauche ich dazu? Und es sind immer wieder Entscheidungen, die da getroffen werden. Es kann auch sein, dass man eine Kombo dann irgendwann aufgeben muss. Und wenn hier 10 Karten offen liegen, dann ist das Spiel zu Ende. Also man kann das Spielende herbeiführen oder man kann es hinauszögern. So, das ist es von meiner Seite mit den Kartenspielen. Und hier geht es, in diesem Kartenspiel geht es darum, die höchste Siegpunktzahl zu erreichen. Und es ist für 2 bis 6 Spielende. So, und dann geht es. Wie alt? Für welches Alter? Ab 10 kann man das gut spielen. Also man muss schon gut lesen können. Weil sonst ist es unlustig. Ja. Dann gebe ich an Katrin weiter. Ich glaube, die Katrin ist gerade eingestiegen. Es kann sein, dass sie noch ein bisschen braucht. Dann mache ich mit meinem weiter. Ich bin schon wieder da. Okay. Passt schon. Ich habe mir gerade die mobilen Daten wechseln müssen, weil mein privates Vermögen aufgebraucht war, sozusagen. Entschuldigung. Ich bin jetzt übers Handy eingestiegen, deswegen kann ich euch nicht mich und die Spieler zeigen, sondern nur mehr die Spieler. Ich werde mich entpinnen. Und vielleicht kannst du meine Spieler anpinnen, weil ich kann das am Handy nicht. Was ich euch jetzt zeigen möchte, sind die Reaktionsspieler. Und ich weiß nicht, ob es der Karin zu Beginn gesagt hat, weil ich ja da auch wieder kurz draußen war. Wir stellen dann alle Spiele, also wir haben ein Handout vorbereitet dann für euch, wo wir alle Spiele, die wir euch heute zeigen, aufgelistet haben, auch mit dem Link zu unserem Entlehnprogramm, wo ihr einfach noch einmal die Details nachlesen könnt. Das heißt, ihr bekommt es dann im Nachhinein von der Dagmar zugeschickt. Also dann habt ihr noch einmal die Übersicht über alle Spiele. Gut, ich zeige euch heute 3 Reaktionsspiele. Ich beginne mit dem, das vielleicht im Jugendzentrum schon gerne gespielt wird und bekannt ist. Das ist das Dobbel. Ist vom Alter her ab 6 Jahren angegeben, aber wir kennen auch als Kindergarten, wo es gespielt wird. Aber es ist wirklich so ein Spiel ohne Altersgrenze, wenn man gerne Reaktionsspiele mag. Für die, die das von euch noch nicht kennen, es gibt dann viele Spielvarianten, aber es ist eigentlich alles gleiches Spielprinzip. Man sieht also immer 2 Karten an. Und muss das Symbol finden, das auf beiden Karten abgebildet ist. Wer von euch hat das jetzt in dem Fall schon entdeckt? Welches Symbol ist auf beiden Karten drauf? Könnt es gern reinschreien. Traut sich keiner. Ich sag's. Glühbirne! Die Glühbirne, genau. Also wir haben einfach, das sind so in unterschiedlichen Größen, aber es ist immer ein Symbol, das auf jeder Karte zu finden ist. Wir können noch ein Beispiel machen, zum Beispiel, was gibt es hier? Welches Symbol ist hier auf beiden Karten zu sehen? Ein gleiches Symbol. Schere, genau. Jetzt war schon jemand schneller als der Dagmar. Es ist ganz simples Spielprinzip. Es geht einfach um das schnelle Schauen, die schnelle Wahrnehmung. Und dann gibt es unterschiedliche Spielvarianten, wie man das Spiel spielen kann. Und ist auch praktisch, weil es einfach so eine kleine Metalldose ist. Das heißt, braucht nicht viel Platz und ich kann es auch super in den Park oder sonst wohin mitnehmen.
Ein weiteres sehr toll verpacktes Spiel ist das Lucky Lux. Hat so eine wunderschöne Stofftasche, wo einfach dann hier die Karten drinnen sind. Also kann man auch toll mal mitnehmen, wenn man auf Ausflug ist. Ist geeignet ab 8 Jahren. Und das Schöne ist, es spielen alle gleichzeitig, ist bis zu 6 Spielende. Man hat Aktionskarten, ich habe hier einfach ein paar rausgewählt, da steht zum Beispiel drauf Tauschrausch, High Five oder Lucky Lux. Und ich versuche einfach meine Aktionskarten loszuwerden, das heißt, ich decke eine Aktionskarte auf, mache dann die jeweilige Aktion, wenn ich den zweiten habe in der gleichen Runde, der die gleiche Aktion aufgedeckt hat, und dann darf ich die Karte ablegen. Wenn gerade niemand die gleiche Aktion aufgedeckt hat, dann muss ich einfach die Karte unten reinschieben und mir die nächste Karte anschauen und schauen, ob ich hier einen Partner oder eine Partnerin finde. Wer zuerst alle Aktionskarten abgespielt hat, hat gewonnen. Das heißt, super schnell erklärt und super schnell gespielt und auch ein lautes Actionspiel, also nicht geeignet, wenn er sagt, er braucht irgendwie eine ruhige Beschäftigung, ein ruhiges Spiel, dann geht das Spiel nicht. Also da geht es wirklich ab. Das heißt, bei Tauschrausch, ich muss mit zwei Spielern. Bei Tauschrausch müssen in dem Fall genau zwei Spielende die Plätze tauschen. Das heißt, wenn man so um den Tisch spielt, wird auch wirklich herumgelaufen. Es gibt auch dann, und man schreit eigentlich immer auch die Aktion, die man hat, der schreit Tauschrausch, Tauschrausch, wer hat noch Tauschrausch? Einfach, dass ich halt das mitkriege, und das ist einfach schon allein der Lärmpegel. Okay. Bei Lucky Lux macht man so eine Fischbewegung mit einer zweiten Person gemeinsam. High Five ist eh klar. Und dann haben wir noch die Checkerfaust, einfach eine Checkerfaust mit einer anderen Person. Und dann dürfen die beiden, die das gemacht haben, immer die Karten ablegen. Und das dritte Spiel ist ein bisschen schon, ist nicht mehr zum Tüfteln. Das heißt Color Addict, gibt es auch dann mit Obst und mit Drinks für, sage ich mal, Erwachsene. Aber Spielprinzip ist immer das Gleiche. Also hier geht es auch darum, dass ich versuche, möglichst schnell meine Karten abzulegen. Alle haben gleich viele Karten. In dem Fall habe ich Karten mit Farben, deswegen Color Addict. Ich habe hier meine Beispielkarte gewählt. Wir haben das Wort grün in roter Schrift. Was dürfte ich jetzt ablegen? Ich dürfte Karten ablegen, die das gleiche Wort haben. Also in dem Fall wieder das Wort grün, nur in anderer Schriftfarbe. Ich dürfte Karten ablegen, die gleiche Schriftfarbe haben. Eben, wir haben das rote Schrift und hier habe ich sozusagen auch rote Schrift, deswegen darf ich diese Karte ablegen. Ich darf aber auch diese Karte ablegen, weil das Wort hier rot ausgeschrieben ist, wo hier die Schriftfarbe ist. Und dann kann ich noch diese Karte ablegen, zum Beispiel auch, weil ich hier die Schriftfarbe grün habe und hier ist das Wort grün geschrieben. Also man kriegt dann leicht einmal einen Knoten ins Hirn rein, aber wenn man das öfter spielt, dann weiß man schon, was man ablegen kann. Es gibt eine Joker-Karte, wo man die Farbe sich aussuchen kann oder das Wort, und dann geht es einfach wirklich schnell dahin und das Spiel dauert eben 15 Minuten und von der Spieleranzahl 2 bis 6 Spielende ab 7 Jahren. Ich finde es ab 7 Jahren ein bisschen grenzwertiger, also ich würde es eigentlich fast mit 8 oder 9 Jahren spielen, wo auch die Lesefertigkeit schon gut gegeben ist, weil ich doch sehr schnell das Wort erfassen muss. Das wäre von unseren vielen Reaktionsspielen jetzt eine kleine Auswahl, die vielleicht auch nicht ganz so bekannt ist, weil Halligalli und solche Sachen oder Jungle Speed kennt ihr vermutlich von eurer Arbeit eh schon oder habt ihr zumindest schon einmal gehört. Unsere nächste Spielgruppe, die, glaube ich, gerade bei Jugendzentren sehr beliebt ist oder auch für alle, die mit Jugendlichen arbeiten, sind die kreativen und kommunikativen Spieler. Das Schöne ist einfach an diesen Spielen, dass meistens eine größere Gruppe an Spielenden dabei sein kann, also dass die Spieleranzahl nicht so begrenzt ist. Hier möchte ich beginnen mit Mutabo. Ich habe hier die Family-Version ausgewählt. Es gibt auch eine andere Version, also die ist ab 8 Jahren. Die andere ist dann etwas komplexer, ich glaube ab 10 oder 12 Jahren. Also auch für Jugendliche würde ich trotzdem die Family-Version wählen, einfach weil man es leichter und schneller spielen kann. Stille Post kennen wir eigentlich alle. Stille Post kann man auch im Zeichnen spielen und hier ist es eigentlich das gleiche Spielprinzip. Das heißt, jeder schreibt einen Satz auf, zum Beispiel hier ein Eisvogel tanzt mit einer Maus. Dann versucht die Nächste in der Reihenfolge, diesen Satz zu zeichnen. Die nächste Spielerin sieht nur mehr die Zeichnung und überlegt wieder, okay, was sehe ich da? Die schreibt dann hin, eine Maus kämpft mit einem Specht. Nächste in der Reihe sieht den Satz und denkt, aha, Maus kämpft mit einem Specht, ich zeichne das. Und am Schluss einfach schaut man, was dann rauskommt und kann dann vergleichen, okay, wie hat sich das Satz, ein Eisvogel tanzt mit einer Maus, hier bis zum letzten Bild oder zum letzten Satz verändert. Also das ist total witzig, es sind 3 bis 6 Spielende oder eben auch mehr, das heißt, das ist nach oben eigentlich nicht begrenzt. Und es gibt eben hier gleich Beispielkarten, also es gibt eben Karten, wo zum Beispiel die Satzanfänger sind und dann was das Tier macht oder was die Person macht. Man kann natürlich auch selber Sätze ausdenken, aber so habe ich ein bisschen eine Hilfestellung schon, was ich machen kann. Und was vielleicht schon bekannt ist, man sieht jetzt hier in der Schachtel, dass das bei uns sehr abgespielt ist, ist einfach das Stille Post Extreme.
ist das gleiche Spielprinzip wie beim Mutabo, nur eben geht es hier wirklich nur um ein Wort. Das heißt, ich schreibe ein Wort auf, der Nächste zeichnet dieses Wort, der Nächste schreibt wieder, was sie erkannt hat, und so geht es reihum weiter. Ich habe in dieser Schachtel Material für bis zu 8 Spielern da. Also es sind einfach so Blöcke, die abwischbar sind mit Folienstiften. Das heißt, man kann einfach gleich das fertige Spielmaterial nehmen und es gibt auch dann die Karten mit den Wortvorschlägen, oder man kann das wieder selber irgendwie nachbasteln oder sagen, man spielt das mit Zettel und mit Stift, gibt genauso. Und ist von den Altersgruppen her, also das ist eben ab 8 Jahren, das Stille Post Extrem, und das Mutabo Family ist auch ab 8 Jahren. Dann haben wir noch das Spiel des Jahres vom vorletzten Jahr, von 2019, das Just One. Ich nehme an, dass es vielleicht viele mittlerweile von euch schon gehört haben. Ist vom Alter her ab 8 angegeben für 3 bis 7 Spielende. Man könnte auch als theoretisch ein Teams spielen, wenn man möchte, oder auch vielleicht mit extra Spielmaterial für mehr Personen, aber es klappt auf jeden Fall mit dieser Größe ganz gut. Wer es noch nicht kennt, ganz kurze Erklärung dazu. Das heißt, alle haben dann so einen... Wie nennt man das, so ein Tableau vor sich stehen, wo sie was draufschreiben können. Eine Person macht die Augen zu, die anderen sehen ein Wort, in dem Fall sehen sie das Wort Zirkus, und müssen jetzt versuchen, einen Hinweis, das heißt ein anderes Wort für Zirkus aufzuschreiben, wo man dann wieder auf das Ursprungswort erraten kann. Also hier sieht man, dass die Leute geschrieben haben, Clown, Zelt oder Manege zum Beispiel, das verbinden sie mit dem Wort Zirkus. Dann vergleichen die noch die Wörter untereinander. Das heißt, die beiden Clowns fallen raus, weil alles, was doppelt geschrieben ist oder auch was den gleichen Wortstamm hat, wird sozusagen entfernt. Dann bleibt noch Zelt und Manege übrig. Und die Person, die die Augen zugehabt hat, sieht nur mehr die Wörter Zelt und Manege und muss jetzt überlegen, okay, was könnte das Ursprungswort gewesen sein? Und hat dann in dem Fall richtig Zirkus geraten. Das Schöne am Just One ist, man kann es auch online, also gemeinsam über Videotools wie bei Zoom zum Beispiel spielen, indem man einfach das mit Zettel und Stift macht. Und entweder hat eine Person das Spiel zu Hause und hat die Originalkarten, oder es denkt sich einfach jeder Wörter aus. Also das kann man auch ohne Spielschachtel an sich spielen. Dann habe ich noch 2 weitere Spiele ausgewählt, die ich einfach persönlich sehr gerne mag. Also ich beginne mit dem Crazy Words. Da habe ich schon etwas aufgebaut. Also es ist jetzt ein lustiges Wort, Krücki. Gibt es nicht wirklich. Dieses Spiel hat ganz viele Wortplättchen und hauptsächlich eigentlich Konsonanten und ganz wenig Vokale. Und es ist eine Mischung, sage ich immer, aus Nobody's Perfect und Scrabble. Denn es geht darum, dass ich eine Karte bekomme, zugeteilt bekomme. In dem Fall war mein Wort das andere Wort für Kakerlake. Und dann muss ich aus meinen Buchstaben, die ich vorher blind gezogen habe, ein passendes Wort erfinden. Und es darf kein Wort sein, das es tatsächlich schon gibt. Dann werden alle Aufgabenkarten der Spielenden in die Mitte gelegt und man versucht einfach zuzuteilen, okay, wer hat ein anderes Wort für Kakerlake geschrieben, wer hat eine Sportart für Zombies geschrieben, und für Übereinstimmungen gibt es dann Punkte. Man sieht hier schon, dass diese Karte zum Beispiel einen roten Strich hat, das heißt, es gibt Karten, die einfach für ältere Kinder, Jugendliche geeignet sind, die kann man aussortieren, wenn man mit Jüngeren spielt. Das sind einfach, sage ich mal, gruselige Wörter oder auch Wörter, wo es einfach mit Sex-Hintergrund oder Gewalt-Hintergrund geht. Und die harmloseren Wörter haben einen schwarzen Strich. Das heißt, ich kann ganz gut abstimmen, welche Altersgruppe ich das spiele. Die Schachtel schaut oben so aus. Ist jetzt noch einmal neu aufgelegt worden. Da halten wir es richtig. Eben dieses Crazy Words für 3 bis 8 Personen ab 10 Jahren und von der Spieldauer doch eine halbe bis dreiviertel Stunde. Gleiches Spielprinzip, nur eben jetzt in dem Fall mit Symbolen, ist das Crazy Picks. Sag's mit Symbolen, mit der gleichen Altersangabe ab 10 und 3 bis 8 Spielende. Und hier hat man Symbolblättchen, also die könnt ihr hier ganz gut erkennen. Ich habe wieder eine Aufgabenkarte, wie zum Beispiel einen Papst, und muss dann mit Symbolblättchen versuchen, das Bild darzustellen. Das heißt, hier sieht man schon, dass die einfach dann die Symbolblättchen so angeordnet haben und hingelegt haben, und die anderen versuchen wieder zuzuordnen, okay, was könnte jetzt dieses Bild sein oder was könnte dieses Bild sein, und legen ihre Tippkarten daneben. Und für Übereinstimmung gibt es wieder Punkte. Also das ist einfach ein Spiel, was jetzt von der Regel her sehr, sehr einfach ist und was trotzdem dadurch, dass es immer wieder ein kreatives Spiel ist, einfach immer wieder anders ist. Und gerade wenn Jugendliche gerne so kreative Spiele haben, hat man mal eine Auswahl und nicht immer das Gleiche wie die meisten Spiele, dann doch Activity oder Tabu. Das wäre mal ein anderer Spieler in diesem Bereich. Genau, das waren meine, und die Karin ergänzt diese Kategorie noch mit weiteren Spielen.
Genau, ich werde jetzt nur das Spotlight wegnehmen. Danke. So, jetzt sollte wieder meine Kamera sichtbar sein. Ich werde weitermachen mit A Fake Artist Goes to New York. Hier haben wir ein Spiel mit Hidden Identity, das heißt, eine versteckte Identität muss gefunden werden. In diesem Fall gibt es unter uns einen falschen Künstler sozusagen, der nichts weiß von dem Thema. Und zum Thema kommt es folgendermaßen: Es gibt einen aktiven Spieler, der nimmt sich diese Kärtchen. Es können in diesem Spiel 10 Spielende mitspielen. Das heißt, der aktive Spieler schreibt dann auf die Rückseite einen Begriff, den er sich überlegt, zum Beispiel Löwe, schreibt das auf 9 Kärtchen drauf und auf ein Kärtchen wird ein Kreuz gemacht. Also einer von uns Spielenden weiß dann nicht, worum es geht in diesem Spiel. Und dann geht es los, gibt es diesen Block, jeder hat seine Farbe zum Blättchen und macht einen Strich auf diesen Block und möchte mit diesem Strich oder mit dieser Figur, die man da draufschreibt, aber nicht sofort erkennen lassen, worum es eigentlich geht. Weil man möchte ja nicht, dass sozusagen der falsche Künstler, Fake Artist, herausfindet, worum es geht. Und wenn 2 Runden durchgespielt worden sind, also jeder hat 2-mal irgendeinen Strich auf dieses Kunstwerk gesetzt, wird am Ende sozusagen mit dem Finger auf jemanden gezeigt, wo man denkt, das ist der falsche Künstler. Wenn mehr als die Hälfte sozusagen den richtigen getippt haben, dann haben sie die Künstler gewonnen. Wenn weniger als die Hälfte ihn ausfindig gemacht haben, dann haben der den Begriff sozusagen ausgesucht hat, und der Fake Artist einen Punkt dazu gewonnen. Macht auch sehr viel Spaß und ist auch sehr schnell erklärt und gemacht. Das gleiche Spielprinzip haben wir hier bei Detective Club, nur in diesem Fall wird das Ganze mit schönen Karten gespielt. Da gibt es ebenfalls den aktiven Spieler, der wiederum sich einen Begriff ausdenkt, in diesem Fall auf so einen Block schreibt. Da gibt es dann bei diesem Spiel können bis zu 8 Spieler mitspielen. Also es gibt 8 solche Blöcke. In diesem Block wird dann der Begriff reingeschrieben und auf einem Block eben nicht. Und es gibt wiederum einen, der nicht weiß, worum es eigentlich geht. Und der aktive Spieler sucht sich aus seinen 6 Handkarten dann also 2 aus, die zu diesem Thema passen würden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Licht sage oder Meer, Wasser, dann würde ich das hinlegen, diese Karte. Und die anderen, die es wissen, haben es leichter, müssen aus ihren 6 Handkarten ebenfalls eine Karte aussuchen, die irgendwie mit Wasser zu tun hat. Und der nicht weiß, worum es geht, muss irgendwie erraten, worum es eigentlich gehen könnte. Und das wird ebenfalls in 2 Runden gespielt und am Ende geht es aber dann so weit, dass man den Begriff, der aktive Spieler sagt den Begriff und alle müssen dann ihre Zeichnungen auch noch erklären, wie sie überhaupt darauf gekommen sind, diese Bilder hinzulegen. Und so kann man sich ebenfalls noch irgendwie in etwas hineinreden und dass dann eigentlich die falschen Leute beschuldigt werden, weil sie keine richtig guten Karten auf der Hand gehabt haben. Und nach dieser Besprechungsrunde kommt es dann eben zum Tippen, wer könnte sozusagen der Verschwörer in dieser Runde sein. Dieses Spiel ist ab 8 und für 8 Spielende geeignet. Ein weiteres Spiel, das ich vorstellen möchte, ist Smalltalk Bingo. Ebenfalls sehr einfach zu erklären und man braucht dazu nur ganz wenig Material. In der Box selbst hat man mehrere solche Tableaus, die sozusagen einen Bingo-Raster zeigen. Dann gibt es sozusagen die Plauderkarten und hier noch Karten, die anzeigen, wer mit wem spricht. Es geht hier darum, dass 2 Personen in der Runde miteinander sprechen über ein Thema, das durch diese Plauderkarten vorgegeben werden. Und bevor sozusagen die
zwei Personen miteinander über dieses Thema sprechen, versuchen die anderen in 2 Minuten, da gibt es eine Sanduhr dazu, in 2 Minuten 9 Worte aufzuschreiben, die in dieser Konversation vorkommen könnten. Und wenn danach beginnt dann die Plauderei zwischen den beiden und immer wenn ein Wort fällt, das ich auf meiner Bingo-Karte aufgeschrieben habe, darf ich das wegstreichen. Und wenn ich dann irgendwann 3 in einer Reihe oder diagonal habe, dann rufe ich Bingo heraus. Und wenn das vor diesen 2 Minuten passiert, in denen diese Konversation stattfindet, ebenfalls 2 Minuten, dann bekomme ich einen Punkt sozusagen. Und so geht das weiter. Diese Karten zeigen dann auch immer an, wer mit wem miteinander sprechen muss. Sehr schnell erklärtes Spiel und macht ebenfalls viel Spaß, kann man ebenfalls gut online spielen, weil nicht viel Material dazu notwendig ist. Mein letztes Spiel, das ich in dieser Kategorie vorstellen möchte, ist schon ein sehr altes Spiel, wurde jetzt neu aufgelegt, das ist noch das alte Spiel von 1996, Wattendat, wurde jetzt neu aufgelegt vom NSV-Verlag in einer viel kleineren Schachtel, das ist dann nur mehr so, ist auch leicht zum Mitnehmen. Und hier geht es wieder darum, dass 2 miteinander spielen und versuchen mit Stäbchen einen Begriff darzustellen. Also 2 Personen wissen, worum es geht, dürfen aber nicht miteinander reden und müssen gemeinsam mit Stäbchen und solchen Scheiben den Begriff darstellen. Also einer beginnt etwas zu legen. Wenn es jetzt die Katze wäre, dann beginnt einer einmal vielleicht die Nase zu legen, der andere legt das Ohr, aber wir wissen eigentlich nicht voneinander, was wir da machen. Die anderen können in der Zwischenzeit raten, worum es hier eigentlich gehen könnte. Und das Team versucht, sich so gut aufeinander einzustellen, damit da auch wirklich etwas rauskommt und die anderen das auch erraten können. Auch ein sehr schnell erklärtes Spiel und macht viel Spaß und kann mit bis zu 8 Spielenden gespielt werden, genauso wie das Smalltalk Bingo kann ebenfalls mit 8 Personen gespielt werden. So, das war es jetzt von mir. Dann gebe ich wieder weiter an die Katrin. Dann übernehme ich gleich wieder. Unsere nächste Spielkategorie, die wir ausgewählt haben, sind die kooperativen Spiele. Das heißt, wo einfach alle Mitspielenden gemeinsam das Spiel gewinnen wollen. Im schlimmsten Fall verlieren sie gemeinsam, wo es sozusagen keinen Gewinner, keine Gewinnerin, keinen Verlierer, keine Verliererin in dem Sinn gibt. Das eignet sich natürlich besonders gut auch für Jugendliche, weil erstens können unterschiedliche Altersgruppen gemeinsam spielen und man hat einfach diesen Konkurrenzkampf nicht. Und so kann man auch mit jemandem, der sich noch nicht so gut kennt, einfach gemeinsam im Spiel sich auch besser kennenlernen dadurch. Ich habe ein paar Spiele schon aufgebaut, die ich euch zeigen möchte. Eins meiner momentan absoluten Favoriten, die ich auch privat total gerne spiele, ist das Tippitoppi. Ein Spiel für 1 bis 4 Personen. Das heißt, es geht auch schon in der Solo-Variante vom Alter ab 8 Jahren. Würde auch für jüngere Kinder gehen, wenn einfach jetzt da eben mehrere Generationen gemeinsam spielen. Spieldauer 20 Minuten. Bei Tippitoppi geht es im Prinzip darum, dass man Aufgabenkarten hat und je nach Schwierigkeitsgrad kann man das von leicht bis schwierig machen. Zum Beispiel alle Stapel sind lila und oder orange. Alle Stapel zeigen ungerade Zahlen. Die habe ich hier aufliegen und ich habe 4 Zahlenstapel mit Farbkarten, wo Zahlen drauf sind, bekannt vom UNO. Jeder Mitspieler der Person hat Karten auf der Hand und versucht eben hier diese Aufgabenkarten im Team zu erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, alle Stapel ungerade Zahlen, müsste ich versuchen, den 6er und den 2er wegzubringen, denn die sind natürlich noch gerade. Wie darf ich Karten legen? Entweder Farbe auf Farbe oder Zahl auf Zahl. Das heißt, wenn ich hier jetzt den 5er zum Beispiel schon lege, hätten wir nur mehr einen geraden Stapel. Und vielleicht ist die Karin dran und hat zufällig den pinken 3er, lege ich das drauf. Jetzt hätten wir die Aufgabe erfüllt. Die kommt weg und es wird eine neue Aufgabenkarte nachgelegt. Und man versucht eben im Team alle Aufgabenkarten zu erfüllen, bevor der Nachziehstapel von den Zahlenkarten aufgebraucht ist. Also ein kleines, feines Spiel und auch wieder sehr einfach zum Mitnehmen. Man braucht nicht viel Platz zum Aufbauen und zum Spielen und zum Einpacken. Ein weiteres kooperatives Spiel, das haben wir jetzt ganz neu in der Ludothek bekommen, von diesem Verlag, ist Bandido oder Bandida.
ist immer das gleiche Spielprinzip. Es ist ein kooperatives Kartenspiel. Ich habe hier einen Teil vom Bandido aufgebaut. Also ich habe einen Banditen, der sitzt im Gefängnis. Und ich muss verhindern, oder die Spielerinnen müssen im Team verhindern, dass er sozusagen Fluchttunnel gräbt und hier entkommt. Das heißt, Ziel ist es, alle diese Tunnel, die ihr hier schon seht, abzusperren. Man sieht schon, dieser eine Tunnel ändert zum Beispiel in nichts. Oder hier könnte ich, wenn ich die Karte hier herlege, habe ich auch schon 2 Tunnel begrenzt und muss einfach im Laufe des Spiels versuchen, dass die beiden offenen Zugänge noch weggemacht werden, bevor einfach die Karten aus sind. Also da kann man sich gemeinsam abreden. Ist jetzt von den Regeln sehr einfach, aber gar nicht so leicht, das wirklich zu schaffen, dass dieser Bandit nicht ausbrechen darf. Und Bandida hat das gleiche Spielprinzip, nur gibt es etwas mehr Aktionskarten noch, die dann, wenn die gelegt werden, Aktionen hervorrufen. Dann haben wir noch das Light Quest. Das kommt bei uns in der Ludothek auch sehr gut an. Ist so eine Mischung aus kooperativ, aber auch mit Geschicklichkeit. Können leider nur bis zu 4 Personen spielen, da jede Person hier an einem Hebel sitzt und dieser Hebel kippt sozusagen den Spielplan, der in der Mitte aufliegt. Man kann es auch eben nur zu zweit spielen und bedient eben jeder 2 Hebel. Es läuft ein Ritter durch diese Landschaft, es gibt auch ganz viele Level und der muss Dinge einsammeln und darf eben in gewisse Gegenden, also in gewisse Bereiche nicht hineinfallen. Ich muss ihn immer vom Start bis zum Ziel bringen, ohne eben die Sachen zu berühren, die er nicht berühren darf, aber der darf auch nicht umfallen. Das heißt, die Spielenden müssen sich absprechen, wer jetzt da dran ist, den Hebel zu kippen, damit der Spielplan sich einfach in die Richtung neigt, wo der Ritter hinrutschen soll oder wer jetzt da schnell stoppen sollte, damit eben nicht in die Löcher hinunterfällt. Das Spiel wird von Level zu Level schwieriger, das heißt, die Hindernisse werden immer mehr, die Löcher werden immer mehr, wo er nicht hinunterfallen sollte. Das Schöne ist, man kann auch den Spielstand speichern, also ich kann einfach das, wie viel Leben ich habe, wo markieren und auch in welchem Level ich war und man kann einfach später auch einmal weiterspielen. Dauer 15 bis 45 Minuten, auch je nachdem, wie viel Level ich einfach durchspiele. Man kann einfach nur 2, 3 spielen oder man spielt dann wirklich einmal alle auf einmal. So schaut es von vorne aus, das ist Slide Quest. Und dann habe ich noch 2 Spiele in dieser Kategorie vorbereitet, die eigentlich für Solo-Spielende sind, das heißt, die man eigentlich alleine spielt. Aber wir haben gemerkt, dass einfach gerade Jugendliche oder Schülerinnen besonders gerne diese Spiele auch im Team probieren. Also das eine hier ist Roll-On. Das Schöne an diesen Spielen ist einfach, dass jeder Schwierigkeitsgrad variabel gewählt werden kann. Ich habe ganz viele Aufgabenkarten, in dem Fall eben 40 Aufgabenkarten, von ganz leicht bis ganz schwer. Und bei Roll-On muss ich versuchen, die Kugel, die startet hier oben. Ich habe meinen Teil schon aufgebaut und ich möchte, dass sie jetzt hier unten in dieses Fach landet. Wenn ich sie jetzt loslassen würde, sieht man, bleibt sie hier hängen. Das heißt, ich muss überlegen, wo baue ich den einen Teil ein, den ich noch einbauen darf, damit die Kugel sozusagen das macht, was ich möchte. Ich versuche jetzt einmal hier. Und jetzt landet sie im Zielfach. Das heißt, diese Aufgabe wäre jetzt gemeinsam geschafft und dann könnte man einfach gleich die nächste Aufgabe spielen. Auf der Rückseite findet man dann auch immer die Lösung. Und ein weiteres Spiel für Katzenfans ist das Cat Crimes. Ist eben auch ein Solospiel mit 40 Aufgabenkarten, wo man einfach herausfinden muss, wo die Katzen hier am Tisch Platz nehmen. Ich bekomme Hinweise, zum Beispiel eben die Lilly sitzt nicht neben dem James oder die beiden mögen keine Pflanzen. Und es gibt dann immer eine Lösungsaufstellung, wie man das dann lösen sollte. Das wäre Cat Crimes bei den Solospielen, die man eben auch wirklich gut gemeinsam und kooperativ spielen kann. Dann gebe ich wieder weiter an die Karin. Ja, ich übernehme gleich. So, ich mache jetzt weiter mit den Geschicklichkeitsspielen. Aber bevor ich wirklich zu den beiden Geschicklichkeitsspielen komme, die nur Geschicklichkeitsspiele sind, möchte ich euch das Team abzeigen, dass so eine Grenzkategorie ist, weil es eben auch zu den kooperativen Spielen zählen kann, weil es ein Teamspiel ist, wie der Name auch schon sagt. In diesem Spiel haben wir eine kleine Palette. Diese steht dann auf dem Tisch und gemeinsam versuchen wir, die Pakete, die wir hier haben, es gibt die verschiedensten Formen von Pakete in Weiß, Rot und Türkis, und diese versuchen wir hier rauf zu packen. Und mit Hilfe von Karten wird uns dann auch immer gesagt, welches wir raufpacken dürfen. Und hier habe ich zum Beispiel einen langen, da kann ich aussuchen, welchen ich nehme, entweder einen langen oder einen kurzen Form.
die ich dann einfach irgendwie einbaue. Ich muss aber die Farbe immer nach oben schauen. Also ich könnte dieses jetzt nicht einfach hinlegen. Es muss die Farbe immer nach oben schauen. Wenn ich hier rot habe, müsste ich einen roten Stein nehmen. Wenn kein roter Stein mehr da ist, kann ich diese Karte sozusagen nicht verbauen. Die Karten, die ich verwendet habe, kann ich umdrehen. Die ich nicht verwenden kann, bleiben offen liegen und zählen am Ende sozusagen als Minuspunkt. Und ebenfalls hier diese Form gibt es eben auch noch. Das wäre diese weiße Form, die ich eben so hinlege. Und dazu gibt es eben dann so viele Steine, dass man hier bis zu 5 Levels aufbauen kann. Und am Ende des Spiels wird eben geschaut, wie viele Levels hat man wirklich vollständig zubauen können. Und welche sind offen geblieben, wie viele Karten sind übrig geblieben, die ich eigentlich nicht verwerten konnte und wie viele Steine sind übrig geblieben. Die werden dann sozusagen von diesem Highscore noch abgezogen. Dieses Spiel eignet sich gut, eben in der Gruppe einfach zu versuchen, in der Diskussion rauszufinden, wo können wir jetzt am besten dieses Paket hinlegen. Das ist für 1 bis 4 Spielende, steht auf der Packung, aber es können ruhig mehrere mitdiskutieren, weil es sozusagen auch alleine gespielt werden könnte. So, das nächste Spiel, das ich vorstellen möchte, ist dann ein richtiges Geschicklichkeitsspiel, sehr zugänglich und kurzweilig. Das ist das Kling, Klang, Klunker. Wird bei uns sehr häufig gespielt und ist sehr einfach zu erklären. Wir haben hier sozusagen das Geröll. Das Geröll sind diese Scheiben hier. Wir haben auf diesem Geröll Kristalle in Weiß, in Rot und in Rosa. Die werden dann hier eingesetzt. Und im Endeffekt geht es darum, die sitzen dann da so drauf. Und ich habe diesen Hammer. Der Turm wird 9 Scheiben hoch und mit diesem Hammer habe ich immer die Möglichkeit, 2-mal auf einen Kristall drauf zu klopfen und hoffe, dass er runterfällt, ohne dass ich diesen graue Scheibe runterwerfe, weil alles, was runterfällt, muss ich zu mir nehmen. Die Kristalle sind Pluspunkte, die Scheiben sind natürlich Minuspunkte und ziemlich fette Minuspunkte, 10 Minuspunkte. Also man versucht wirklich so locker wie möglich drauf zu klopfen, damit man viele Kristalle sammelt und so wenig Geröll wie möglich. Kommt in den Gruppen sehr gut an, sehr einfach und ist trotzdem in allen Altersgruppen irgendwie gern gesehen. Kling, Klang, Klunker können bis zu 7 Personen spielen. Und dann ein Spiel möchte ich euch noch zeigen. Ice Cool wird zwar als Kinderspiel tituliert, ist aber eben ein sehr feines Geschicklichkeitsspiel mit einer starken Lernkurve, nämlich auch, wenn man hier muss man einen Pinguin durch die Schule schnippen. Und wenn man das oft genug macht, kann man da wirklich coole Moves dann auch machen. In welchen Kurven sozusagen der Pinguin läuft oder er kann auch dann mit der Zeit auch drüber hüpfen über den Rand. Also das ist bei Jugendlichen auch, kommt das immer sehr gut an. Das Spielprinzip geht eigentlich so, dass es immer einen Fängerpinguin gibt und die anderen Spielenden laufen sozusagen davon, können sozusagen haben einen Vorsprung, dürfen da schon wegschnippen, dann darf erst sozusagen der Fänger loslaufen. Und während man sozusagen diese Verfolgungsjagd aufnimmt, versucht man auch Fische zu fangen. Und nach jeder Runde bekommt man für jeden gefangenen Fisch dann auch sozusagen Siegpunktkärtchen, die dann am Ende des Spiels gezählt werden. So, das sind meine Spiele für die Geschicklichkeit. Gut, dann mache ich jetzt wieder weiter mit so geselligen Spielen, wo einfach mehrere Spielkategorien zusammenkommen. Wir haben seine Ludwig ja nach Kategorien aufgeteilt. Ihr seht jetzt da in meiner Kamera einen riesengroßen Spielplan. Also das, was ihr seht, ist ungefähr die Hälfte. Also das ist ein riesengroßer Faltplan, der aufgelegt wird. Und bei Mikro Makro, so heißt nämlich dieses Spiel, Mikro Makro Crime City,
Es ist ein kooperatives Spiel, wo man eigentlich Kriminalfälle lösen muss. Es ist eben für 1 bis 4 Spieler. Das können ohne weiteres aber auch mehr Personen mitspielen, weil man einfach genau, also gemeinsam genau schauen muss. Es sind 16 Fälle in der Schachtel enthalten. Man bekommt eben Hinweise und muss dann diese gesuchte Szene oder diesen gesuchten Gegenstand auf dem Spielplan wiederfinden, bevor man dann den nächsten Hinweis bekommt. Und so versucht man, diese Kriminalfälle aufzulösen. Das Schöne ist, es gibt auch auf der Schachtel sozusagen schon einen kleinen Fall. Hier muss man zum Beispiel schauen, ob man findet, wer der Burgerverkäufer ermordet hat. Das heißt, ich muss mir auch schon die Schachtel genau anschauen, wo ist der Burgerverkäufer, und ich verfolge dann diesen Weg dieses Verbrechers, um herauszufinden, eben wer der Verbrecher war. Ist ein super Suchspiel, das geeignet ist für unterschiedliche Altersstufen, aber eben ab 8 Jahren circa vom Thema her, aber dann können viele unterschiedliche Altersstufen gemeinsam spielen. Und ein weiteres geselliges Spiel habe ich noch vorbereitet. Das ist das Diamant. Ist schon ein eher älteres Spiel, aber immer noch toll, vor allem, weil eben bis zu 8 Spielende mitspielen können. Es gibt jetzt nicht so viele Spiele, die auch für größere Gruppen geeignet sind. Ist ein bisschen ein Bluffspiel und ein Risikospiel. Man deckt Höhlenkärtchen auf und muss sich in jeder Runde neu entscheiden, wie weit gehe ich mit meiner Spielfigur sozusagen in die Höhle hinein, denn in der Höhle warten Diamanten, aber auch Gefahren. Und wenn eine Gefahrenkarte das zweite Mal aufgedeckt wird, man sieht hier einfach, diese grüne Gefahr kommt das zweite Mal, dann stürzt die Höhle zusammen und ich habe jetzt sozusagen nichts. Ich kann mich aber immer neu entscheiden, höre ich früher auf, dann nehme ich auf meinem Weg zurück diese Edelsteine mit, und gewonnen hat letztendlich, wer die meisten Edelsteine am Ende des Spiels gesammelt hat. Das wären meine beiden geselligen Spiele, und die Karin macht jetzt weiter wieder. Karin, wir hören dich nicht. Entschuldige, ich muss auch noch das Spotlight verändern. So. Genau. So, ich möchte mit den Deduktionsspielen weitermachen und den Krimi spielen. Hier habe ich ein Deduktionsspiel, das Agent Undercover. In diesem Fall versucht man wiederum, den Agenten, den Geheimagenten rauszufinden, indem wieder Karten ausgeteilt werden. Wir befinden uns an irgendeinem Ort. Alle Spielenden bekommen einen Ort ausgeteilt. Nur einer bekommt diese Geheimagentenkarte und weiß wiederum nicht, wo wir uns befinden. Und dann geht es darum, herauszufinden, an welchem Ort befinde ich mich. Und die anderen möchten herausfinden, wer ist der Geheimagent. Und das funktioniert mit Fragen. Also es beginnt dann ein Spielender mit einer Frage, nennt den Namen einer anderen Mitspielerin oder eines anderen Mitspielers und fragt ihm eine Frage, die aber so geschickt gestellt wird, damit man eigentlich eine konkrete Antwort bekommt, ohne damit aber selbst eigentlich offensichtlich wird, wo ich selbst bin. Also es ist gar nicht so leicht, die Frage so zu stellen, ohne sich selbst jemanden zu zeigen, wo man eigentlich ist. Und der Geheimagent muss so antworten, dass man eben nicht merkt, dass er eigentlich überhaupt nicht weiß, in welchem Raum er sich befindet. Wird von Jugendgruppen ebenfalls sehr gerne gespielt und ist für 3 bis 8 Personen spielbar. Dann ein Spiel möchte ich noch vorstellen, das sind die Werwörter. Werwörter kommt aus der Werwölfe-Familie, geht aber um einiges schneller. Es werden ebenfalls Charakterkarten ausgeteilt. Also es gibt eben den Werwolf in diesem Spiel, die Wahrsagerin, die Seherin, die Dorfbewohner, von diesen gibt es viele. Und wenn den Bürgermeister und wenn mehrere mitspielen, auch den Freimaurer. Die Dorfbewohner wollen, in diesem Spiel geht es um das Zauberwort, das herausgefunden werden soll. Die Dorfbewohner möchten das Zauberwort herausfinden. Die Werwölfe möchten dies verhindern, dass man herausfindet, um welches Wort es sich dreht.
Der Bürgermeister spielt in diesem Spiel eine Doppelrolle. Er ist einerseits der, der dann sozusagen die Fragen zu dem Wort beantwortet mit diesen Chips, mit nämlich ist ein geht in die richtige Richtung, naja, ist falsch oder das Wort wurde erraten. Also der Bürgermeister darf in diesem Spiel nicht sprechen, hat aber trotzdem eine Rolle auch inne. Also er kann trotzdem ein Dorfbewohner sein, aber auch ein Werwolf. Und zu diesem Spiel gibt es dann auch eine App, die möchte ich euch ganz kurz anspielen, damit ihr kurz seht, wie das aussieht. Das wäre die App. Und die sagt einem dann ganz was man machen muss. Also man gibt hier ein, wie viele Spieler spielen mit, wie schwer soll das Wort sein. Ich habe jetzt einmal auf leicht gestellt und wenn man hier dann auf Start drückt, dann wird genau angegeben, was passiert. Bürgermeister, wach auf und tippe deine geheime Rolle an. Und hier kann er die Rolle antippen, die er noch dazu hat zum Bürgermeister. Und dann... Na los, Bürgermeister, wähle ein Zauberwort. Und dann kann er das Zauberwort sozusagen auswählen. Bürgermeister, hier ist... Und so geht das weiter und die App begleitet einem durch die Anfänge des Spiels, also wer die Augen wann schließen muss und so, weiß eigentlich keiner in der Runde, wer jetzt die Werwölfe sind, wer die Dorfbewohner sind. Das ist ganz gut gelöst. Das Spiel selbst dauert dann 4 Minuten. Man hat 4 Minuten Zeit, das Zauberwort rauszufinden, indem man dann dem Bürgermeister in dem Fall Ja-Nein-Fragen stellt. Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Kostet die App was? Kauft man die mit dem Spiel mit oder kann man die extra? Nein, die kann man gratis runterladen. Okay, cool. Und kann man das dann auch über Distanz mit mehreren Leuten spielen oder muss man da gemeinsam vor einem Smartphone sitzen? Na, also ich habe es schon so gespielt, dass ich einfach das Smartphone gezeigt habe. Mhm. Und sozusagen über mein Handy haben dann auch andere online mitspielen können. Aha, okay, also es klinken sie nicht jetzt 5 bei der App ein und geben einen Spielcode ein und ich bin dann im gleichen. Nein, das geht nicht. Also okay. Wirklich, man braucht schon eine Möglichkeit, dass man das auditiv weitergeben kann, also über Zoom oder sonstige Plattformen. Ja. Danke. Ich habe noch eine Frage, ist die App zur Hilfe oder geht es nur mit der App? Es ist eine Hilfe, es ist auch beschrieben, wie man es so machen könnte, aber dann ist es der Bürgermeister, der sozusagen die Spielleitung übernimmt und derjenige, der dann auch weiß, wer die Werwölfe sind. Also es braucht dann einen Spielleiter. Weil es sonst nicht geht, weil der Spielleiter sozusagen durch das Spiel leiten muss, wer wann die Augen schließen muss und öffnen kann. Und sonst funktioniert das Spiel genauso wie bei den Werwölfen. Die Seherin weiß das Zauberwort zwar, darf sich aber nicht zu erkennen geben, weil sonst am Ende, wenn das Wort erkannt wurde, die Werwölfe noch die Möglichkeit haben, die Seherin umzubringen und dann hätten die Werwölfe trotzdem gewonnen. Und wenn das Wort nicht erkannt wird von den Dorfbewohnern, dann haben die Werwölfe so und so gewonnen. Und sonst, wenn die Dorfbewohner das Wort erkennen. Und das Gute daran ist einfach, es ist nicht so lang wie das Werwölfe selbst. Es ist eben, man kann immer wieder eine kurze Runde spielen und kommt ebenfalls gut an und hat trotzdem diese Rollenverteilung. So, und dann wollte ich eigentlich 2 Spiele noch zeigen und ich werde jetzt dieses auswählen, Deception. Hier haben wir nämlich das Krimi-Spiel auch noch drinnen und es funktioniert ebenfalls wie ein Werwolf-Spiel. Man hat die verschiedensten Rollen. In diesem Fall sind es der Mörder, den es gibt. Dann gibt es einen Forensiker, einen Mörder und dann viele Ermittler. Auf den Karten ist immer die englische Version und die deutsche Version. Es gibt es leider nur so. Und bei diesem Spiel können nämlich bis zu 14 Spieler mit der Erweiterung mitspielen und bis zu 12 mit diesem Spiel spielen. Und wenn mehr als 6 Spieler mitspielen, dann kann man ebenfalls den Zeugen mit reinnehmen und auch den Komplizen.
der Komplize weiß, wer der Mörder ist und weiß auch, welche Tatwaffe verwendet wurde. Der Zeuge weiß in dem Fall nur, wer ist der Mörder, weiß aber noch nicht, welche Tatwaffe verwendet wird. Und das sieht nämlich zu Beginn so aus. Man hat eine Auslage von 4 Indizien. Das sind die Indizien. Und dann gibt es noch eben die Tatwaffen. Das wären diese. Injektion, Mikrowelle, Kühlschrank. Das sind die Tatwaffen, die Indizien, die dort gefunden wurden. Und dann werden die Rollen verteilt. Der Forensiker wird dann immer sozusagen der Spielleiter. Der ist derjenige, der dann nicht mehr reden darf, aber dafür Hinweise geben. Und die Hinweise werden so gegeben, dass auf diesen Hinweiskärtchen, da werden 6 aufgelegt, eines die Todesursache, eines ist der Tatort und dann gibt es noch 4 weitere, da steht dann irgendwas drauf, davon gibt es ganz, ganz viele, die können für den Fall relevant sein, können aber auch überhaupt nichts damit zu tun haben und der Forensiker bekommt dann diese Patronen und mit diesen Patronen gibt er dann an, was jetzt die Todesursache war und das wäre zum Beispiel die Vergiftung, zum Beispiel wenn der Mörder zum Beispiel eine Schlange hatte oder es ist in einem Wohngebäude und mit diesen Hinweisen gibt er sozusagen allen anderen Spielenden Hinweise, wer der Mörder sein könnte. Alle können dann diskutieren, worum es eigentlich hier gehen könnte, wer von den Spielenden, weil alle haben verschiedenste Kärtchen vor sich liegen, wer könnte jetzt in diesem Mordfall involviert sein, wie können diese Hinweise darauf hinweisen, wer es sein kann. Und wenn dann jemand einen Verdacht äußert, nimmt er sozusagen seine Polizeimarke und beschuldigt jemand. Der Forensiker kann dann eben sagen, ja, es ist richtig oder falsch. Er kann nicht sagen, ja, du hast die Tatwaffe erraten, aber das Indiz ist nicht richtig. Das darf er nicht sagen. Er kann nur richtig oder falsch. Der Spieler darf aber weiterhin mitspielen, darf aber nicht mehr eine Vermutung abgeben. Also Vermutung kann er schon noch abgeben, aber er kann nicht mehr sozusagen genau darauf hinweisen, wer der Mörder ist. Und dieses Spiel geht über 3 Runden und am Ende ist es ebenfalls so, dass man eben herausgefunden haben sollte, wer jetzt der Mörder war und wer nicht. Und da ist es manchmal sehr gut, wenn man dann den Zeugen dabei hat, der weiß, wo der Mörder sitzt, auch wenn er jetzt nicht weiß, welche Tatwaffe er wirklich verwendet hat. Funktioniert sehr gut und eben auch in großen Gruppen und eigentlich erst in großen Gruppen funktioniert dieses Spiel gut, weil viel Diskussion am Tisch stattfindet. Und in diesem Zuge möchte ich auch darauf hinweisen, dass es auch noch sehr viele Escape-Räume und Adventure-Games gibt, die ebenfalls in diese Kategorie eingeschlossen werden können, die halt nur einmal zu spielen sind, aber auch immer wieder mit einer anderen Gruppe gespielt werden können, wie zum Beispiel das Deckscape oder Unlock, wo man nichts zerstört. Also Exit-Spiele eignen sich da wahrscheinlich eher weniger, weil man sie ja während des Spiels zerstört. Karin, es ist jetzt schon ein paar Minuten nach 10. Wie schaut das aus, wenn ihr als Jugendzentrum Spiele braucht bei euch? Also ich glaube, wir müssen bald Schluss machen. Kann ich mich bei euch melden oder wie funktioniert das? Ihr könnt euch auf jeden Fall bei uns melden und wir würden euch auch dann die restlichen Spiele, die wir vorbereitet haben, auch zeigen und die vielen anderen Spiele, die für den Jugendbereich eben gut so einsetzbar sind, zeigen und ihr könnt sie dann bei uns auch ausborgen. Derzeit sind sie für 3 Wochen zum Ausborgen und durch Corona kann man bei uns selber jetzt nicht spielen, aber wir würden euch durchführen und man kann sie auf jeden Fall mitnehmen. Und ihr habt ganz am Anfang noch gesagt, ihr habt jetzt irgendwas Neues auf eurer Webseite. Stimmt das?
etwas Neues auf unserer Webseite. Ja, mit den Spielen ausbauen. Ja, wir haben die Spielesuche, genau. Also ihr habt jetzt da die Möglichkeit bei uns auf der Webseite, wir hatten immer schon eine Spielesuche, auf die man online machen kann. Und man kann jetzt wirklich auch Schlagwörter eingeben. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eingeben, ihr sucht ein Spiel, keine Ahnung, zum Thema Mittelalter, das für mindestens 4 Personen geeignet ist, ab 10 Jahren. Und dann bekommt es eure Suchergebnisse ausgespuckt. Das heißt, die Spielsuche ist jetzt viel konkreter. Ihr könnt auch nach Neuheiten suchen. Das heißt, sagen, ihr wollt mal einen Neuheitenabend oder Nachmittag bei euch im Jugendzentrum machen. Und dann könnt ihr einfach konkret nur nach Neuheiten spielen bei uns suchen. Also das ist jetzt online seit gestern. Also unter app.ludovico.at. Wir können auch dann gern den Link auf das Handout draufschreiben. Habt jetzt wirklich eine detaillierte Möglichkeit der Spielersuche. Und wir werden auch die restlichen Spiele, die wir euch heute vorstellen wollten, noch draufschreiben. Es fehlen nämlich noch einige Kategorien, die wir euch zeigen wollten. Da wären noch die Turnierspiele gewesen, die man zu zweit, aber gut im Turnier spielen kann. Genau, ich möchte euch vielleicht ganz kurz meinen Bildschirm zeigen. Also ich leite jetzt zu auf die Art. Genau. Es gibt da 4 sozusagen auch Brettspiele. Die noch ins Spotlight reintun, Katrin, bitte. Ja, macht das jemand für mich bitte, weil ich kann das am Ende nicht. Wenn ihr wieder mal irgendwie halt online gemeinsam spielen müsst, es gibt eigentlich 4 sehr bekannte Spiele, die man auch super online spielen kann. Also seht ihr einfach das einmal das stadtlandflussonline.net. Die Links habt ihr dann auch am Handout drauf, wo man einfach Stadtlandfluss gemeinsam online spielen kann in privaten Räumen. Dann das Scribble.io ist eigentlich so ein bisschen was wie das stille Post. Das heißt, eine Person zeichnet und die anderen versuchen im Chat nebenbei das richtige Wort zu erraten, was die Person gezeichnet hat. Das Wort wird vorgegeben, wird auch sofort erkannt, wenn es richtig eingetippt ist und dann bekommt man Punkte, je schneller man war. Das Gartic Phone geht bis zu 14 Spielenden in einem privaten Raum, ist einfach auch genau gleich wie stille Post. Ich habe einen Satz, der Satz wird gezeichnet und es wird wieder erraten und so weiter. Und bekannt ist auch, glaube ich, das Codenames, dieses kommunikative Spiel. Hier gibt es auch eine ganz tolle Online-Umsetzung, wo ich einen Spielertisch erstellen kann und das eben mit meinen Freunden, Freundinnen vor Ort, also halt online gemeinsam spielen kann. Das war noch so der Nachtrag, falls ihr noch dringend Online-Möglichkeiten braucht, aber das kommt dann auch aufs Handout drauf, das euch der Dagmar dann zuschickt, wenn sie eure Mailadressen hat. Genau. Also all jene, die vielleicht das noch nicht mitbekommen haben, wenn sie Teilnahmebestätigung braucht und wenn sie gerne diese Online-Handout, dieses Handout von Ludovico haben möchtet und welche Spiele wir heute besprochen haben, dann bitte schickt mir eine E-Mail unter dagmar.reuser@logo.at und ihr bekommt es dann zugesandt von mir. Gut, gibt es sonst andere Fragen bezüglich Spiele noch oder Anmerkungen? Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Am liebsten würde ich mir jetzt sofort irgendwo auf den Tisch setzen und spielen. Ich hätte einige Spiele, die ich gerne ausprobieren möchte nach dieser Stunde. Und ja, ich finde, es war super informativ. Wie gesagt, es hat mir wieder irgendwie total aufs Spielen gebracht. Und ich freue mich halt schon Nachmittag. Ich glaube, ich muss irgendwas ausgraben und wieder anfangen zu spielen. Und ja, solltet ihr noch etwas brauchen, dann glaube ich, darf man sich bei euch melden. Gell? Also genau, jederzeit. Fragen. Und ist am besten vielleicht beim Mailen einfach telefonisch jetzt nur während der Öffnungszeiten erreichbar sind, aber ihr könnt uns gerne mailen und das wird dann relativ schnell beantwortet. Cool. Ja, dann sage ich einmal herzlichen Dank für die echt informative Stunde. Ich bedanke mich nochmal bei Karin und Katrin. Und ja, ich schalte jetzt mal unsere Videogeschichte aus.